Der Islam ist die schnellst wachsende Religion der Welt. Jedes Jahr nehmen tausende Menschen den Islam in Deutschland an. Jedes Jahr überzeugen sich tausende Menschen in Deutschland davon, dass der Islam die einzig wahre Religion ist. Dass er die Urreligion aller Propheten in ihrer vollendeten Form darstellt. So wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran in Surah 3, Vers 85 sagt, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Wer sich eine andere Religion als den Islam wünscht, sie wird von ihm niemals angenommen werden und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Wenn du zu den Gewinnern gehören willst, das Paradies erreichen willst, das ewige Leben erreichen willst, und dich vom Islam überzeugt hast, dein Herz und dein Verstand Ja sagt, jetzt in diesem Moment Ja sagt, dann brauchst du nicht lange zu warten. Dann solltest du den Islam jetzt hier annehmen. Du wirst vielleicht fragen, wie geht das? Ich habe gehört, man muss das vor zwei Zeugen machen. Man sollte das vor zwei Zeugen später machen, damit die Menschen auch wissen, dass man den Islam angenommen hat, dass im Falle, dass man stirbt, dass die Menschen auch um einen herum wissen, diese Person war ein Muslim, die muss auf islamische Art und Weise beerdigt werden, etc. Allerdings ist es keine Bedingung, um den Islam anzunehmen, dass man dafür zwei Zeugen hat, sondern Allah reicht als Zeuge. Allah muss es ja wissen. Denn man will sich ja im Endeffekt vor der Hölle retten und das Paradies erreichen. Und Allah weiß, was in einem seinem Herzen ist. Und man muss das nur noch mit dem Mund bestätigen. Mit der Zunge aussprechen. Und deswegen, wenn du jetzt entschlossen bist, den Islam anzunehmen, wenn dein Verstand sagt, ja, der Islam hat rationale Argumente, die wahre Religion zu sein. Wenn dein Herz sagt, ja, das ist der Weg, dann warte nicht auf morgen, denn morgen könntest, dann warte nicht bis morgen, denn morgen könntest du schon sterben. Sag jetzt hier die Shahada mit mir und ich helfe dir. Und wenn du jetzt die Shahada sagst, das Glaubensbekenntnis sagst, dann bist du ein Muslim. Und solltest du diese Nacht noch sterben und du bist diesen Schritt gegangen, ja, dann bist du auf dem richtigen Weg, inshallah. Denn wenn du die Shahada gesagt hast, werden alle Sünden vergeben. Die kleinen, die großen, die schwarzen, die weißen, wie man so schön sagt. Wenn man sagt, Ashhadu an la ilaha illallah, bedeutet das, ich bezeuge, dass niemand anbetungswürdig ist, dass es keine Gottheit gibt, außer Allah, dem einen allmächtigen, ewigen Schöpfer, Lenker, Herrscher des gesamten Universums, der keinen Partner hat, dem niemand gleich ist, der mit seinen Namen, Eigenschaften und seinem Wesen völlig über unsere Vorstellungskraft ist und absolut vollkommen ist. Bist du davon überzeugt? Bist du davon überzeugt, dass es nur einen Gott gibt, der diese Eigenschaften hat, ohne Anfang, ohne Ende? Und bist du davon überzeugt, dass er der Einzige ist, der anbetungswürdig ist? Dass kein anderes Wesen neben ihm anbetungswürdig ist? Kein Prophet, kein Engel, kein Berg, kein Stein, kein Baum, dann sagst du in deinem Herzen jetzt schon, Ashhadu an la ilaha illallah, ich bezeuge, dass es keine wahre Gottheit gibt, dass niemand gibt, der anbetungswürdig ist, außer Allah. Wenn du davon überzeugt bist, dass Muhammad ein Prophet gewesen sein muss, dass das Buch, mit dem er gekommen ist und die Weisheit, mit der er gekommen ist, von einem Propheten stammt, und wenn du davon überzeugt bist, dass du dich an das halten musst, was er uns gebracht hat und Allah so anbeten musst, wie er es gezeigt hat, wenn du davon überzeugt bist, dass der Koran, mit dem er gekommen ist, das Wort Allahs ist, dann musst du bezeugen, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Das also bezeugen, ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Und wenn du dies tust, in diesem Moment, in dieser Stelle, wenn du dies in diesem Moment tust, mit Aufrichtigkeit, Wahrhaftigkeit, mit Liebe für dieses Glaubensbekenntnis, dann bist du ein Muslim.
Deswegen, wenn du dir jetzt sagst, ja, jetzt, dann spreche mir nach. Und danach kannst du immer noch einmal offiziell in der Moschee das Glaubensbekenntnis nachsprechen. Ich spreche dir vor. Ashhadu an la ilaha illallah heißt, wie ich schon gesagt habe, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah. Und Ashhadu anna Muhammad Rasulullah bedeutet, ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Ich sage dir das ganz einfach auf Deutsch vor. Du sprichst nach und dann sage ich das nochmal auf Arabisch. Jetzt auf Deutsch. Mach jetzt mit. Bewege jetzt dein Leben in eine andere Richtung. Jetzt. Ich bezeuge, dass es niemanden gibt, der anbetungswürdig ist, außer Allah. Ich bezeuge, dass es niemanden gibt, der anbetungswürdig ist, außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Und jetzt auf Arabisch. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wenn du das jetzt ausgesprochen hast mit der Absicht, den Islam anzunehmen, dann bist du jetzt ein Muslim und ein neues Leben beginnt. Jetzt ist es Sunna für dich, dass du ein Bad nimmst, unter die Dusche gehst und dich komplett von oben bis unten wäschst. Wie eine rituelle Reinigung, als wenn man alle Sünden von sich abwäscht, ja, und sich von allen Unreinheiten entfernt. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr uns immer kontaktieren über die Facebook-Seite, über die Internetseite piervogel.de. Und wir haben jetzt eine neue Seite, die geführt wird, shahada.com. Da könnt ihr euch informieren. Und natürlich ist es jetzt für dich, wenn du den Islam angenommen hast, eventuell nicht ganz so einfach. Ja? Du weißt vielleicht nicht, wie du dich verhalten sollst, wie du das Gebet lernen sollst, was du zu tun hast. Auf der Seite shahada.com wird extra, inshallah, um dich gekümmert. Dort gibt es einen Chat, dort gibt es Skype-Adressen, die man anschreiben kann. Denn wir wissen, es ist nicht so einfach, Fuß zu fassen, aber mit der Hilfe von Allah wirst du es schaffen. Und wir versuchen dir unsere Hilfe anzubieten und wir bitten euch um Entschuldigung, weil es gibt so viele tausend Menschen, die den Islam annehmen und uns erreichen so viele Menschen, die den Islam annehmen und natürlich ist es für uns nicht immer so einfach, dann für jeden die richtige Zeit zu finden. Wir haben auch Familie, wir haben auch sehr viele Beschäftigungen. Wir versuchen, unsere Zeit für diese Sache zu opfern. Möge Allah uns Aufrichtigkeit dabei geben. Aber wie gesagt, bleibt dran, meldet euch über diese Seiten, meldet euch beim Newsletter an und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch festigen. Und an alle Muslime, macht mit, helft den Nicht-Muslimen in diesem Land den richtigen Weg zu finden. Und lügt sie nicht an. Sagt ihnen, dass der Islam die einzig wahre Religion ist. Es ist ein großer Verrat, den Menschen zu erzählen, dass das gar nicht stimmen würde, dass der Islam die richtige Religion sei, nur damit man in Ruhe gelassen wird. Ein Arzt, der festgestellt hat, dass sein Patient todkrank ist und ihm dann diese Diagnose nicht kundtut, der kann ins Gefängnis dafür gehen. Wie ist es dann erst mit jemandem, der seinem Nachbarn, seinem Schulkameraden nicht nur die Wahrheit nicht kundtut, sondern ihn sogar anlügt und ihm sagt, bleib ruhig bei deiner Religion, obwohl er ganz genau weiß, dass der Prophet a.s. gesagt hat, jeder, der von mir hört, egal ob Jude oder Christ, und dann stirbt, ohne an das zu glauben, womit ich gesandt wurde, wird zu den Gefährten des Höllenfeuers gehören. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen helfen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen helfen,
unseren Feind, den Satan, zu besiegen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.